Ja, herzlich und willkommen zu einer neuen, großen Gothic 2 Modifikation. Die nennt sich Odyssey im Auftrag des Teufels. Gut, die ist ja schon vor ein paar Jahren, ich glaube 2015 wurde die entwickelt. Und schauen wir jetzt mal. Und die ist jetzt auch mit dem DX11-Renderer optimiert worden. Und es ist die... Oh, jetzt fängt schon was an. Vielleicht sollte ich mal das Proviantpaket öffnen. So, das Pilztabak, doppelter Apfel und... Ah, das war gut. Schauen wir mal. Jesus Christ sake, what's that? Gunther, geh von meiner Freundin runter. Oh, Jonathan, was grillst denn hier? Scavies, wa? Okay, doch. Ja, nicht hinschmeißen, du Heinz. Das ist Essen. Schmeißt man nicht weg, ne? Alter, guck dir dieses Sauwetter an. Das ist doch nicht mehr zu. Das ist doch nicht mal feierlich hier. Ah, schlimm. Armbrust schießen, leider nicht jeder kann's. Hä? Das kenne ich nicht. Gucken. Armbrust schießen, nicht jeder kann's. Ist das ein Buch? Die Armbrust. Kapitel 1. Wilhelm von Prell. Aha. Wer auch immer dieser Wilhelm von Prell ist. Ah! Wilhelm Tell! Leute, geil. Das ist doch bestimmt Blutwurst, ne? Das sieht doch aus wie Blutwurst. Ich hasse Blutwurst. Boah. Ich höre Grillen. Nee, die grillen nicht. Ich riech nix. Dreckiger Dieb! Ja, warte! Oh, Scheiße! Ich warne dich, versuch das nicht nochmal! Ich hab Bock, eine zu kiffen hier! Sowas Sumpfenkrauten! Das hätte ich dir vorher sagen können. Wir können nur abwarten. Bald nimmt nur einen Zug. Warum erfahre ich das jetzt erst? Also, also. Ach so. Alles in Zeit. Ich hab was Ende. Okay, Wenzel hat jetzt endlich hat zu Ende gelabert. Und heute ist mal wieder alles klar. Auf der Albatros vor Athanos. Das hätte er doch. Guck dir das an. Guckst du? Guckst du, Werkbank? Scheißengeil. Kannst du machen viel mit Holz? Da haben wir mal Glück, dass wir Pech gefunden haben. Ulu Mulu! Gib mir ein wenig Zeit! Rennen! Schlaf! Soll ich gesund? Na, dann werde ich halt eben meinen Heiltrank mal eben nehmen, um zu Kräften zu kommen, sorry. Sieht schön aus. Okay. Die funktioniert noch und ist 1A gestimmt. Links, rechts, rechts, links, rechts. Rechts. Meine Meinung wäre ja kein. Das wäre nämlich der letzte Dietrich gewesen. I'm a lumberjack and I'm okay. I work all night and sleep all day. Da sind schon die Mädels. Hallo, Mädels. Ah, endlich. Frauen. Ob blond, ob braun, ich liebe auch die Frauen. Ah, hier, du Yoda. Dieses Let's Play wird Ihnen mit freundlicher Unterstützung präsentiert von Nordmarer Nebelgeist. Bringt Lebensenergie und Ausdauer wieder. Eine echte Spezialität. So, einsteigen, zusteigen, Türen schließen, es geht weiter heute im 9. Teil. Daran wird sich nie. Odyssey? Im Auftrag des Königs? Ja, wir sind auf dem Weg runter ins Dorf, wollen ein paar Frauenbekanntschaften machen.
Ina schenkt dir einen kleinen Heiltrank. Cool. Ey, dafür würde ich meinen Heiltrank hier auch mal trinken. Kurz. Stopp. Heiltrank. Ich mache jetzt Seepferdchen, Leute. Seepferdchen. Du streckst einen Arm nach vorn und ziehst ihn unter Wasser ganz durch. Stell dir vor, du streckst deinen Arm jetzt über deinen Kopf und lässt ihn dann sinken. Und das machst du eben kraftvoll unter Wasser. Während du mit einem Arm durchziehst, bewegst du den anderen genau andersherum nach vorn. Du bewegst deine Arme also immer wechselweise. Den einen nach vorn, den anderen ziehst du nach hinten durch. Gleichzeitig schlägst du mit den Füßen abwechselnd auf und nieder. Während einem Armzug macht man normalerweise 2 bis 3 Fußschläge. Eigentlich ist es ganz einfach. Und es werden Erinnerungen wach. An Sumpflager in Gothic 1. Mein Gott, diese Sektenspinner. Und immer nur bekifft. Ihr dürft auch beim nächsten Mal wieder dabei sein, wenn es heißt, bei Jutta ist alles in Butter. Tschüss, Land. Hoffentlich komme ich heil zurück. Achtung, Achtung, hier spricht der Kapitän. Wir begrüßen Sie an Bord unseres kleinen Kanuten-Brett. Brett? Ja, Brett. Wie heißt nochmal? Sag mal, erster Navigationsmensch. Wie heißt nochmal diese kleine Nussschale hier, wo wir drauf finden? Ja, das ist Fred, seine Nussschale. Was, Fred, das weiß ich doch auch, Junge. Hat die einen Namen? Nein, ich wollte Fred doch letzte Woche erst noch taufen. Naja. Ich glaube, das Ding braucht man gar nicht großartig taufen. Das hat ja noch nicht mal irgendwie hier eine Lackierung dran. Aber dafür 2 Netze. Ja, gucken wir mal nachher nach. Oh Gott, zack, damit. Oh, jetzt habe ich geflogen. Das ist nicht gut. Auf hoher See sollte man nicht fluchen. Oh, weia. Die können ja schwimmen, die Schmidtbiesler, du. Hi ho, hi ho. It's up the way we go. The Molar Rat of Athanos, hi ho, hi ho. Versucht auch seine Taktik zu ändern, dieser Athanos Molar Rat. Aber nicht mit dir. Ich haue zu. Ich haue mit meiner Sense zu. Denn ich bin der Sensenmann. Und an den Sensenmann kommt keiner ran. Na, jetzt. Und Schluss. Die sind immer so anzüglich, die Frauen hier. Die eine, die Jutta. Oh, ich will nicht, dass du hier von der Insel weggehst. Und die andere sagt, hier, pass mal auf, gib dir was. Aber sagt nichts, mein Mann, ja, wegschlafen. Raus aus meinem Bett. Ja, Jutta, ist ja gut. Mann. Was haben wir hier? Fischernetz? Aha. Okay, ein Fischernetz, welches ein Truhengeräusch macht, habe ich auch noch nicht gehört. Le Gobbo. Heißt das eigentlich auf Französisch? Le Gobbo? Le Gobelin? Le Gobelin. Le Gobelin. Das hört sich ja gleich wieder viel, viel interessanter an. Die französische Sprache, die kann so richtig edel anhören, auch beim Fluchen, nicht wahr? Merde alors. Das hört sich an, als würde ich mit einem Seidenpapier meinen Hintern abwischen. Das ist die französische Sprache. Ja, das hier ist eine kleine Truhe. Das ist auch ein kleiner Hinweis dafür, weil ich war eigenmächtig und habe alle Truhen, die in der Burg, also ich glaube fast alle Truhen, die in der Burg sind, schon geknackt. Ja, das klappt doch, oder? Ja, da guckst du um die Ecke, ne? Jetzt guckst du nicht mehr um die Ecke. Was war das? Feuerwurzel? Ich will nur den Schlüsselflügel. Ich bin getroffen worden. Leute sind hinter mir her, vielleicht kann ich ja eben während der Flucht den Schlüssel finden. Finde ich den Schlüssel während der Flucht? Super grob, Seraphis, ich sehe jede Menge Kräuter, aber kein Schlüssel. Hallo, wo ist der Schlüssel? Der kann auch auf dem Stein springen. Mal gucken, ob er schwimmen kann, der Wolf. Mal gucken, ob er schwimmen kann. Es kann ja sein, dass er es nicht. Ich kann doch schwimmen. Was? Guckst dir an. Mal gucken, was ist denn eigentlich hier drin? Oh, nur Tinnef.
das alles. Sag mal, kannst du dich nicht ordentlich verabschieden? Mit ein bisschen mehr Bestimmtheit. Was soll denn immer dieses? Ich hoffe, dass hier ein und Daumen hoch und nochmal. Das muss mit Bestimmtheit kommen. Merkt ihr das mal? Das, und zum Beispiel so von wegen hier Daumen hoch, abonniert mich und schaltet nächstes Mal wieder ein, damit das hier ordentlich zum Laufen kommt. So muss das gehen. Also, merkt ihr das?